Ist es möglich, auf Mond und Mars Gemüse anzubauen? Können sich Astronauten auf fremden Planeten mit Gewächsen der Erde versorgen? Raumfahrtingenieur Paul Zabel hat zur Klärung dieser Fragen ein Jahr lang in der Antarktis experimentiert. Im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt hat er ein spezielles Gewächshaus betrieben und hier frisches Gemüse angebaut. Hier auf der linken Seite haben wir Paprikapflanzen und dann in dem nächsten Bereich haben wir verschiedene Salate. Kurz vor Weihnachten ist der Ausnahmegärtner wieder zurückgekehrt und hat jetzt in Bremen erste Erkenntnisse vorgestellt. Ja, also die Pflanzen haben wirklich alle super funktioniert, sind super gewachsen, haben viel Ernte produziert. Die Erdbeer- und die Paprikapflanzen haben nicht ganz so gut funktioniert. Die Pflanzen sind gut gewachsen und haben auch Blüten gebildet, leider aber so gut wie keine Früchte. Dennoch, für Paul Zabel und die neunköpfige Besatzung gab es jeden Tag frisches Gemüse auf dem Teller. Wir haben in dem Jahr jetzt viel gelernt, zum einen über die Technik, wo wir Veränderungen machen müssen, aber eben auch über den ganzen Betrieb eines solchen Gewächshauses. Was müssen wir noch verbessern, dass wirklich ein zukünftiger Astronaut ein Gewächshaus hat, mit dem er seine Kollegen versorgen kann. Pflanzen wachsen immer, hat Paul Zabel bereits herausgefunden, auch auf dem Mond oder Mars. Nur die Technik birgt noch Herausforderungen. Diese gilt es jetzt für das Team zu optimieren.